Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Die Eiserne Lady von Phyllida Lloyd. Für ihre Rolle als Margaret Thatcher erhielt Meryl Streep endlich zum dritten Mal und völlig zu Recht einen Oscar. Sie macht dieses mediokre Werk sehenswert. Wir sehen die greise, verwirrte Margaret Thatcher. Inzwischen leidet die ehemalige Premierministerin von Großbritannien an Demenz. Nur mit Mühe und fremder Hilfe kann sie die Fassade der Führerpersönlichkeit aus knielangen Kleidern, Perlenkette, Handtasche und der Betonfrisur bei seltenen öffentlichen Auftritten aufrechterhalten. Die Regisseurin gewährt uns einen intimen Einblick. Thatcher signiert versehentlich ihre Autobiografie mit ihrem Mädchennamen, vergisst die Namen des Personals und sie unterhält sich mit ihrem vor Jahren verstorbenen Mann Dennis. Er ist der imaginierte Sidekick, der Thatcher an ihre politische Vergangenheit erinnert. In ihr steigen dann assoziativ und lose chronologisch die Bilder der letzten Jahrzehnte auf. Wie Maggie Thatcher als erste Frau das Amt des Premierministers bekleidete, wie sie gegen die Gewerkschaften kämpfte, wie sie um die Falklandinseln Krieg führte, wie sie 1990 zurücktreten musste. Die Demenz bestimmt dabei die Dramaturgie des Drehbuchs. Wir Zuschauer sehen größtenteils ihre Sicht auf die Dinge. Die harsche Kritik an ihrer Politik taucht meist nur in Form von Archivbildern auf. Ähnlich wie Stephen Frears in The Queen und Clint Eastwood in J. Edgar verfährt Phyllida Lloyd. Wir sollen einer kontroversen Person nahe kommen, doch der Blick durch das Schlüsselloch ist enttäuschend. Denn da ist nichts anderes zu sehen. Wir schauen durch das Schlüsselloch und wir sehen die Eiserne Lady. Und das ist viel unheimlicher, als wenn ein paar lächerliche Geheimnisse preisgegeben würden. J. Edgar Hoover trug zum Beispiel die Kleider seiner Mutter. Man denkt bei Thatcher unweigerlich an den Satz von Gertrude Stein. A rose is a rose is a rose is a rose. Der Film bekam eher schlechte Kritiken. Von den Thatcher-Verehrern wie von den Linken. Die konservativen Journalisten und auch manche Abgeordnete der Tories ärgerten sich speziell über die Darstellung ihres Idols als demenzkranke Frau. Den linken Journalisten missfiel die unpolitische Haltung dieses Biopics. Gerade da, wo Thatcher angreifbar ist, stelle man nur ihre extravagante Erscheinung zur Schau. Beides ist vollkommen richtig, doch etwas muss Phyllida Lloyd beabsichtigt haben. Ist vielleicht gar Thatcher selbst der Grund dafür, dass sich die Regisseurin nicht positionieren kann? Finden wir den Thatcherismus nicht heute auf der konservativen wie auf der linken Seite? Waren es nicht am Ende Tony Blair der Labour-Partei und Gerhard Schröder von den Sozialdemokraten, die Thatchers Politik fortführten? Der Film ist in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich. Was Rechte wie Linke an Thatcher immer gestört hatte, war nicht zuallererst ihre Politik an sich, sondern dass sie, die aus einfachen Verhältnissen kommende Frau, die für ihre Karriere die konservativen Familienwerte über Bord wirft, dass ausgerechnet sie, die emanzipierte Frau und Mutter, jede Art von Sozialstaatlichkeit bekämpft. Im Film sagt sie, die Menschen müssen auf ihren eigenen Füßen stehen. Das Leben muss mehr bedeuten. Wir müssen unser eigenes Potenzial ausschöpfen. Niemals werde ich als Frau die Mutter in der Küche bei den Kindern sein. Und ihre Imageberater bläuen ihr ein, bleiben Sie sich treu, seien Sie nie etwas anderes als Sie selbst. Wir sollten uns nur einmal kurz vorstellen, wenn Meryl Streep genau diese Sätze nicht in der Rolle der konservativen Margaret Thatcher, sondern als eine typische Vertreterin der Frauenbewegung der 70er Jahre sagen würde. In Thatcher drückt sich eine gewisse Ironie der Geschichte aus. Mit den üblichen linken Forderungen nach Selbstverwirklichung, Freiheit, Emanzipation kann man prima neoliberale Politik betreiben. Das macht Thatcher, im Gegensatz zum eindimensionalen Ronald Reagan, zu solch einer verstörenden Figur. Und es ist eben deshalb gerade nicht verwunderlich, warum die Regisseurin nach dem fantastischen ABBA-Musical-Film nun das Leben der Eisernen Lady verfilmt. In Mamma Mia spielt Meryl Streep eine Alt-68erin. Auch von ihr könnten Thatchers Worte über die Selbstverwirklichung gesprochen werden.
Phyllida Lloyd beschreibt mit ihren beiden Filmen die zwei Seiten der einen Medaille. Die Figuren in Mamma Mia leben die Idee der 70er Jahre. Das Private ist politisch. Maggie Thatcher dreht den Spieß um. Das Politische ist privat. Beide unterscheiden letztlich nicht zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre. In Mamma Mia sind Affären, vaterlose Töchter und Selbstständigkeit die neue Form des Politischen. Und in Die Eiserne Lady ist das Privatleben vollkommen vom politischen Leben besetzt. In einer Szene lernt Thatcher mit tiefer, energischer Stimme zu sprechen. Sie soll ihren Mann Dennis rufen. Erst als ihr die staatstragende Aussprache gelingt, hört Dennis die Anrufung. Von da an ist sie die Herrscherin, ob im Unterhaus oder am Küchentisch. Das Private und das Öffentliche fallen in beiden Filmen zusammen. Deshalb wird letztlich ununterscheidbar, von wem aus die neoliberalen Entwicklungen ihren Lauf genommen haben. Die Privatisierung des Öffentlichen, beispielsweise der Post, der Bahn, der Wasser- und Stromversorgung und die Veröffentlichung des Privaten, zum Beispiel personalisierte Wahlkämpfe mit Home Stories oder das Claudia-Roth-Prinzip, gehen Hand in Hand. Beide Wege kreuzen sich und führen in das, was Colin Crouch unter dem Begriff Postdemokratie fasst. Am Ende steht für uns natürlich die Frage, warum musste man Margaret Thatcher als hilfebedürftige Demenzkranke zeigen? Ist es nichts weiter als eine Indiskretion? Nein. Wir sollten die Krankheit als eine Metapher begreifen, die über die Person Thatcher hinausweist. Haben wir nicht gerade, wenn wir über die Finanzkrise, die Politikverdrossenheit, Hannover, den Neoliberalismus klagen, vergessen, woher das alles kommt? Sitzen wir nicht auch geistig umnachtet mit einem bunten Schleier der Erinnerung da und wissen nicht mehr, dass wir diesen Weg über Jahrzehnte mitgegangen sind? Gehen wir auf diesem Weg nicht immer noch, wenn wir von Selbstverwirklichung, Selbstmanagement, Empowerment, dem Bürger als Kunden, der Universität als Dienstleistungsunternehmen reden? Was das angeht, scheint sich bei Linken wie Konservativen eine kollektive Demenz auszubreiten. Colin Crouchs neues Buch heißt Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus. Wie Maggie Thatcher lebt er immer noch. Vielleicht zeigt uns der Film aber durch die Figur der alten Thatcher, wie der Neoliberalismus wankt, zittert und bald am Ende ist. Oder ist die Eiserne Lady nur seine filmische Fortsetzung? Tarkowski meinte, wir schauen nur, aber wir sehen nicht.